Ja, da sind wir wieder bei One Piece Pirate Warriors 2. Beim letzten Mal haben wir uns Jinbei als Freund hinzugeholt und ich würde sagen, nun ist Chopper dran. Da wird Smoker empfohlen. Ich möchte aber Brook annehmen. Dann können wir Brook auch direkt einmal ausprobieren, wie er sich denn so kämpft. Chopper will kämpfen, wir werden kämpfen. Empfohlenes Level war hier 10. Denke mal, ich werde jetzt aber auch hoch machen auf 10, weil hier. Ja, ich glaube, mit Brook könnte ich. Ach, Nami ist diesmal gegen uns. Könnte ich sogar S-Rang erreichen. Alle feindlichen Truppenanführer. Okay. Und da sind anscheinend zwei Gebiete miteinander verbunden. So, ich weiß aber, was die Geheimnissen sind. Erstmal Berry-Wachstum. Level 10. Ah, auf Level 10 lernen sie eine neue Spezialfähigkeit. Okay, also erstmal direkt Level 10, die 100.000. So, neue Techniken, neue Fächer. 90.000, nee. So, Freund auswählen. Wir können Jinbei als Freund nehmen. Gut, wir nehmen Jinbei als Freund. Burp, burp, geht nicht. Ah, okay, die können nicht gewählt werden, weil die unsere Gegner sind oder weil wir sie selbst spielen. So, Smoker mit Ruffy. Nami mit Frankie. Cola mit. Wobei, ist das nicht mit Frankie sogar ganz gut? Dann nehmen wir da Nami mit diesem Frankie. Perfekt. Fähigkeiten. Nehmen wir wieder die Hochspannung. Perfekt. Dann Kampf beginnen. So, Freund-Episode. Jo. Okay. Ja, gut, das weiß ich ja. Deswegen mache ich ja den ganzen Kram hier überhaupt, damit sie auch als Freund nehmen kann. Und wir sind auf Punkazard. Jetzt hat er sogar Wolken unter sich, wenn er läuft. Oh, ich habe sogar Zeit. Oh, es geht auf Zeit. Okay. Beeil dich und besiege die feindlichen Gegner. Okay. Da, Hilfe! Ja, es ist jetzt doof, dass ich außerhalb des Gebietes bin, aber na gut. So. Gehen wir erstmal wieder in das Gebiet rein, um das langsam einzunehmen. So, nehmen wir mal ganz viele Gegner vor uns. So etwa. Und schauen mal. Jetzt hat das voll. Quintherz-Fantasie. Ah, cool. Ah, das ist nur für Style. Ah, da wird die Attacke. Gavotron Award. Das ist seine Sprintattacke aus Unlimited Cruise. So, nehmen wir uns hier die Münze mal mit. Und kloppen weiter. Ich muss aber nur diese Anführer umhauen, ne? Ich muss gleich die Gebiete einnehmen. Aber mit. Ja, mit Brook kämpft er sich auf jeden Fall schon mal besser als mit. Mit Chopper. Gut, Brook, das ist so ein Charakter, der hat sich zumindest vom Aussehen der nicht so wirklich verändert, jetzt mal abgesehen von der Krone und der Federbohr, die er da rumträgt. Ah, 45 Grad ist die Attacke, wo er da rumsteht. Dass er das jetzt als Attacke benutzt hat, während das früher nur ein Gag war. Das ist auch interessant. Wo ist denn der Anführer? Ach da. Wow, schöne Attacken hat er auf jeden Fall drauf. So, Gebiet 1 eingenommen. Ich sollte jetzt aber mich echt nicht mehr so lange in Gebieten aufhalten, sondern echt mal die Typen da besiegen. Ja, Brook. Das Einzige, was ich finde, dass es in dem L verändert hat, ist halt, ja. Moment mal, ich kann da gar nicht rein.
Wie soll ich den dann besiegen, wenn ich da gar nicht rein kann? Okay. Dann lassen wir den noch erstmal. Ja, was sich bei ihm verändert hat, er hat jetzt mehr oder weniger so ein bisschen Eiselement auf seinen Waffe. Moment, ich glaube, ich nehme zuerst Nami aus dem Spiel. Die dürfte gefährlicher sein, vor allem, weil die es auf Ruffy abgesehen hat. Ja, wie gesagt, seine Eiswaffe hat er jetzt. Was ich auch ziemlich cool finde. Bleib mal hier, Nami. Na gut, du machst Style, ich mach Style. Jetpack ist auch echt cool aus. Nein, ich hab's wieder zu früh aktiviert. Was haben wir denn noch bei Brook? Bei Brook hat sich aber wirklich nicht viel geändert, ne? Oder man hat einfach noch nicht so viel von ihm gesehen, von seinen Änderungen. Uiuiui, da hat sie mir mal einen reingehauen. Bleibst du mal hier? Ich muss gegen dich kämpfen, verdammt nochmal. Ah, und da war auch die Eisattacke mit drin. So. Bleib mal schön hier, Mann. Wie sie ständig abhauen möchte. Ah, das war das, wo sie getanzt hat. Was Brook bei mir angewendet hat. So, jetzt laufen wir erstmal hier weiter, weil ich habe nur noch 10 Minuten Zeit. Wen hätten wir denn noch? Das dürften jetzt schon mal alle sein, die wir haben, die ich jetzt angesprochen habe. So, immer direkt nochmal aktivieren für alle Leute, die hier gerade vor mir stehen. Und das war hier rumtanzen. Wo haben wir denn da? Ich habe ihn nicht getroffen, oder wie? So, einer weg. Auf zum nächsten. Moment, was war da? Na, brauche ich nicht. So bleibe ich noch nicht verloren. Nein, 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 nein. Lass das. Oh, Chopper ist jetzt auch dabei. Moment mal, Chopper gehört zu den Gegnern? Ach ne, Moment mal, Chopper ist mein Gegner. Was rede ich denn gerade? Bin ich blöd? Ich glaube, ich laufe gerade hier falsch, oder? Ja, minimal. Passt. Mal gucken, ob ich trotzdem schneller unten bin als Chopper. Hier kloppen die sich auch wieder rum. Wie einfach mal Brook total lautlos hier entlang läuft. Hat auch noch gelernt, oder wie? Lautlos laufen. Na gut, aber von der Zeit her... Na doch, jetzt hört man's. Dok, 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 dok. So, Piraten-Captain. Die Attacke ist auch cool. Und runter. So, und wieder einer weg. Wow, wo kommt ihr denn bitte alle her? So, dann machen wir hier wieder ganz viele K.O.s. 92. Wow. Nicht schlecht. Was haben wir da? Style wieder voll. Wow. Moment mal. Andere Richtung wäre schneller, um zu dem Gegner hinzukommen. Den einen da hinten müssen wir noch umhauen. Ah, bei 400 sind wir erst. Ich glaube, das wird auch wieder nichts mit S-Rang. Was? Ja, das ist einer meiner Marineleute. Geflüchtet. Kann ich verkraften. So. Kommt mal alle ja so ein bisschen näher. So, alle. Kommen die? Na. Und aktivieren. Na, das wären nicht viele. Na, 30 immerhin. Wo ist der Chef? So, Münze nehmen und weiter Piratenketten knüppeln. So, das war jetzt der letzte, ne?
Ja, Chopper! Über weitere Charaktere werde ich auch erst reden, wenn wir die dann auch haben. Ich glaube jetzt, alle, die wir haben, die redet. Aus Ruffys Bande zumindest. Ja, die Attacke mag ich. Die macht guten Schaden. Jetzt habe ich auch zumindest keinen... Doch, ich habe noch einen Zeitdruck, merke ich gerade. Huh. Hauen wir hier weiter um. Oh, das ist ein Pirat. Was? Habe ich nicht euch schon alle ausgeschaltet? Dann ist da noch einer. Ach ja, Moment mal. Ich kann ja immer noch Jinbei rufen die ganze Zeit schon. Ich habe ja meinen Style wieder voll. Dann... Ja, instant Jinbei voll. Na komm. Sind hier noch welche? Ja, genug. Nehmen die auch noch alle mit. Wow. Moment mal, wieso bin ich jetzt schon bei fast bei 700? Und eine Münze. Perfekt. Wo kommen plötzlich die ganzen K.O.s her? Was zum Teufel habe ich gerade getan? Und nochmal 50 weitere. Ja, Moment mal, was war da? Boah, Dango. Ich sollte aber so langsam... Ah, wobei, 6 Minuten habe ich noch. Das reicht doch locker aus, um Chopper zu besiegen, oder? Die da alle rumtanzen. Na, gut. Nehmen wir mal die Truhe hier vorne, schauen wir, was da drin ist. Ja, Special voll. Und laufen mal Richtung... Was sind eigentlich die Flaggen da oben? Laufen wir mal zu den Flaggen und schauen mal, was da eigentlich ist. Immer noch genug Zeit. Boah. Basenkommandant. Seht ihr das? Ja, viele Gegner sind jetzt aber nicht hier. Okay. Kann ich das kaputt machen? Ach, ich habe die Basis eingenommen. Ah. Das? Solche Leute sind das. Na komm, gehen wir zu Chopper. Chopper, Chopper, Chopper. Da. Hallo, Chopper. So. Mal sehen, treffe ich Chopper? Hui, sogar ganz ordentlich. Ja, ich habe nur noch 5 Minuten. Passt. So, direkt noch einmal einsetzen. Einfach mal für viele K.O.s. 42. Ja, das waren viele. So. Das sieht echt cool aus, wie Brook hier im Style-Action ist. Nein! Einer noch! Verdammt! Das hat ganz knapp nicht gereicht. Ja, aber... Brook ist echt gut darin, die Gegner so richtig schön festzuhalten. Also der kann sie echt gut locken, sieht's aus. Sieht zumindest bei mir so aus. Gerade. Zack. Na, wir sind immerhin auf... Oh, Boller. Ich sollte nicht so nah an ihm dranbleiben, wenn er gerade aufsteht. Wir sind immerhin auf 900 K.O.s gekommen. Das ist doch mal ein bisschen mehr, als ich dachte. Also der Style-Action haut dann doch am ehesten raus. Na komm, bringen wir es zu Ende. Ja, 950, 954, passt. Sogar nur B-Rang. Aber egal. Abschlussbonus? Fähigkeit zu dies halten. Okay. Was habe ich getan? Sehr gut. Ja, also der Style-Action hat von Brook hat mir sehr gefallen. Das sah ziemlich cool aus.
So, neue Fächer. Jimbe bekommt auch jetzt mal ein paar Level. Na komm, ein Level noch. Ja, Level 3. Wow, sogar ziemlich perfekt Level 3. Gut, da haben wir die Silbermünze von Jimbei. Sehr schön. Und ich habe zweimal Warpol bekommen. Ich habe zweimal die gleiche Münze bekommen in einer Mission. Ach komm, wie denn das? Okay, die hatten wir auch schon. Die hatten wir auch schon. Da haben wir wieder eine neue Lysup-Symbol. Moment, hatte ich Lysup-Symbol ehrlich noch nicht? Unterstützer der Strohhut-Piraten. Ah. Habe ich aber erst nur eine bisher. Okay. Aber hier. Ja, wir haben eine neue. Perfekt. Gesundheit geht vor. Entfernt Statuseffekte. Oh. Schick. Ja, während der Mission habe ich gar nichts gefunden. Na gut, dann würde ich sagen, das war es auch wieder mal von dieser Folge. In der nächsten werden wir dann noch Brook machen. Dann wird zumindest alle Nebenquests hier schon mal. Brook auch Level 10. Ja, mal gucken, wer wir da nehmen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.